angekommen am neuen Platz Montparadis und es ist ein herrlich kleiner, schnuckliger Platz. Ich glaube, der ist insgesamt so 100 mal 100 Meter. Ein paar Parzellen, ist halt alles voll jetzt mit Campern und sowas. Schönes Waschhaus, ist neu gemacht, sieht super aus. Und ja, ich sehe quasi das Meer. Das ist hier 50 Meter darunter und schon stehe ich im Wasser quasi. Mega, hier werden wir jetzt die nächsten zwei Tage verbringen. Hallo. Sie auch. Und man kann sie jetzt wieder zeigen, sie hat wieder was an. Man kann mich auch durchaus zeigen, wenn ich nichts anhabe, aber es ist halt sittenwidrig. Ja, YouTube hätte etwas dagegen. Nacktheit. Naja. Ich habe auf jeden Fall schon mal Badehose an. Ganz ungewohnt. Badehose. Rumgebracht hier vom Bus sitzend. Wir haben gegessen, das war noch nicht mal schwer vorzubereiten, weil die Soße noch von gestern war. Dann haben wir gespielt, Angie war jetzt noch duschen und ich bin jetzt gerade noch mal runter zum Wasser gelaufen, weil jetzt die Sonne auch bald untergeht, aber wir haben hier auch nur Sonnenuntergang über Land, weil wir so in einer Bucht drin sind, deshalb brauche ich nicht filmen. Sieht ähnlich aus wie in Vallalta und ich glaube, den Sonnenuntergang zu toppen, wird sowieso erstmal schwierig. Deshalb brauche ich das gar nicht versuchen. Und was ich halt gesehen habe, also in Vallalta war es auch so, dass wir quasi nachmittags immer so, ja, wie soll ich sagen, so einen Dreckfilm auf dem Wasser hatten, der angespült wurde. Also jetzt mal von den Quallen abgesehen, die da waren, das ist ein ganz anderes Thema, aber quasi auf dem Wasser wie so ein Dreckfilm. Und den haben wir jetzt hier auch. Also irgendwie liegt das wahrscheinlich mit irgendwelchen Gezeiten zusammen. Das heißt, entweder wird es dann reingedrückt in die Buchten und geht zum Ufer, weil jetzt zum Beispiel weiß ich, dass morgen Vormittag ist das alles wieder weg. Da haben wir wieder schön zum Meer. Auch vorhin, als wir mittags im Meer waren, war davon gar nichts zu sehen. Wir hatten das coolste Wasser überhaupt. Ja, liegt irgendwie an Gezeiten. Drückt halt dann Dreck rein in irgendwelchen Film. Keine Ahnung, woran das genau liegt, aber ist jetzt auch nicht so, dass es Müll ist, sondern es sind halt irgendwelche Ablagerungen auf dem Wasser. So, also sieht schlimmer aus, als es ist, aber ist halt nicht das, was man sich am Badestrand wünscht. Sagen wir es mal so. Jo, jetzt werden wir den Abend, glaube ich, gemütlich ausklingen lassen. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Meter gehen oder so. Mal gucken. Angie hat ja, wie gesagt, schon geduscht. Vielleicht will sie jetzt nicht mehr schwitzen. Oder doch? Willst du schwitzen, Schatz? Weiß ich noch nicht. Ich bin mir unschlüssig. Ich bin schon wieder müde. Aber mal sehen. Vielleicht laufen wir noch ein paar Schritte, ja. Mal sehen. Zum Park. Zur Strandbar oder so. Sie ist müde. Dann muss sie schlafen und ich gehe hier auf Juche. Wenn man ein paar Meter geht, sieht das Meer wieder sehr viel schöner aus und man sieht hier so eine richtig schöne Steinküste. Mega. Ist jetzt kein toller Badestrand, aber sieht halt landschaftlich einfach toll aus.
herrlich. Jetzt saßen wir schön in dieser Strandbar, haben noch ein Eischen gegessen, beziehungsweise anscheinend was getrunken. Und jetzt sind wir wieder zurück am Platz und lassen den Abend ausklingen. Unsere Lämpchen sind an. Herrlich. So. Angekommen. Morgen schauen wir dann mal, was hier in der Nähe ist. Hier, ob hier ein kleiner Ort oder sowas in der Nähe ist, wo man hinlaufen kann. Mal gucken. Wir kennen uns ja nicht aus. Wir wissen von nichts. Schönen guten Morgen. Ah, gut geschlafen. Und wir haben schon lecker gefrühstückt. Aufgebackene Brötchen, bisschen frisches Gemüse. Angie hat sich bei einem fahrenden Händler hier am Platz so eine Apfeltasche bestellt, gekauft, wie auch immer. Ich hoffe, ich hatte jetzt gerade ein Bild und nicht irgendwas anderes. Ja. Und das Wetter heute ist bedeckt. Wir hatten auch schon ein paar Regentröpfchen, aber es ist warm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier sitzen und frieren müssen, oder? Nö. Ich rede jetzt mal mit vollem Mund. Ich habe gerade noch ein wenig Apfeltasche drin. Die ist übrigens sehr lecker. Anders als unsere Apfeltaschen. Kann ich jetzt schwer beschreiben, aber richtig lecker. Ja, hier kommen immer so Händler vorbei mit so einem großen Tablett mit Krapfen und Stückchen und dann kannst du dir am Platz immer was kaufen. Haben wir bis jetzt nie gemacht, aber heute dachte ich mir, ja, heute ist der Tag für eine Apfeltasche. Und es war noch warm. Ja. Es war noch warm. Na gut, dann schauen wir mal, was wir heute so noch erledigen. Wir sind laufend unterwegs, also per Pedes gerade und wir wollen mal hier ins, naja, in die nächste Siedlung laufen, weil wirklich Stadt ist das nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwas finden zum Einkaufen oder ähnliches, aber vielleicht einfach mal, damit wir uns bewegt haben. Nicht wahr? Sie ist noch nicht so überzeugt, glaube ich. Außerdem haben wir gerade festgestellt, dass wir uns nicht eingeschmiert haben. Ja, das macht mir ein bisschen Sorge. Und die Sonne brennt drei Wettertaft. Das macht mir Sorge. Brennt auf meinen Hals. Ich hätte mich einschmieren sollen. Okay, also der Ort hat ungefähr drei Häuser. Und ein Restaurant. Und eine Katze. Und die Katze ist gerade mit dem Smart weggefahren. Also von da an. Kommt dies einkaufen. Einkaufen. Gibt wahrscheinlich sonst nichts. Also man kann abschließend sagen, wir sind am Arm der Welt gelandet. Ja gut, wussten wir eigentlich aber auch vorher, ne? Ja. Der Campingplatz ist am Arsch der Heide, aber wir wollten das ja auch eigentlich so. Aber wir haben halt gedacht, wir gehen halt mal raus und gucken mal, dass man wenigstens mal ein paar Schritte auch gelaufen ist, nicht wahr? Ja. Sonst sitzt man die ganze Zeit ja nur so faul rum. Haben wir wenigstens mal noch was getan. Genau, und jetzt gehen wir zurück und sitzen faul rum. Und gehen ins Wasser. Das auch. Weil jetzt die Sonne scheint. Auch das. Letztendlich haben wir den Tag relativ faul begangen. Wir waren im Meer, wir haben ein Nickerchen gemacht und wir haben uns dazu entschlossen, essen zu gehen. Und zwar in diesem kleinen, lauschigen Restaurant in dem Ort hier nebenan. Das heißt, wir laufen da gleich nochmal 20 Minuten hin und werden dann ein leckeres Essen zu uns nehmen und müssen selber nicht kochen. Ist das nicht schön? Ja, soweit der Plan. Auf geht's. Lecker, lecker gegessen. Oh, für ja. 41 Euro. Ja, das war jetzt total witzig. Wir sind jetzt hier, wo wir heute Mittag hingelaufen sind, zu dem Restaurant wieder gegangen und haben sehr lecker so eine Fleischplatte gegessen. Die war wirklich gut. Ne? Ja, sehr gut.
Ja, ich hatte jetzt noch ein kleines Bier und Till hatte zwei Bitterlem. Mhm. Zum Schluss gab es jetzt noch einen Slipowitz und einen Kruschkowatz aufs Haus. Und weil wir bar bezahlt haben, nochmal 10% Rabatt. Wir haben jetzt tatsächlich für 41 Euro gegessen und getrunken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nein, weil ich gedacht habe, es wird wesentlich teurer werden, weil Essen ist eigentlich nicht mehr so billig, wie es hier war. Ich bin jetzt positiv überrascht. Durchaus. Muss ich sagen. Und lecker war es auch noch. Lecker, es war wirklich sehr lecker. Ich bin richtig voll, das war ein Riesending. Was ist das denn? Was? Das da. Das ist ein Fliegeding. Ein Fliegeding. Das Auto? Ja. Ein Fliegeding. Ja, wie gesagt, wir sind voll und glücklich jetzt, weil wir nicht selbst gekocht haben. Genau. Also, und satt sind wir auch. Ja, ich bin sehr satt. Sehr, sehr satt. Hast du nie mitgekriegt. Einen wunderschönen zusammen. Guten Morgen. Jo, wir haben schon eingepackt. Wir sind unheimlich schnell geworden mittlerweile. Ja, was das so ausmacht, wenn man es ein paar Mal macht. Ja, ne? Unsere Sachen. Geht jetzt Hand in Hand, zacki zacki. Ja. Ja, wir warten jetzt noch, dass die Rezeption überhaupt aufmacht um 8. Das ist noch vor 8. Genau. Unser Strom ist hier nämlich eingeschlossen, den können wir nicht rausziehen und wir müssen noch bezahlen. Ja, und dann werden wir uns schon auf den Weg machen zum neuen Platz, ne? On the road again. Ja, ich freue mich schon wieder, dass es weitergeht. Ja. Das war hier jetzt süß, aber sehr, sehr klein. Es gab halt nichts so drumrum zum Sehen. Deshalb ist es schön, dass wir jetzt weiterziehen. Und der nächste Platz, der ist dann wieder ein bisschen ein größerer Platz. Und ja, wir werden sehen. Ihr werdet es auch sehen. Wir werden es alle sehen. Wenn wir einen Platz finden. Bestimmt. Oh, bis jetzt hatten wir immer Glück. Ich mache mir da keine Sorgen. Eieiei, so schnell wie wir abgebaut haben, haben wir jetzt auch am neuen Platz aufgebaut. Wir sind so ein eingespieltes Team. Es ist grandios. Klozelt steht, Pavillon steht, alles steht. Wir sind so mega gut eingespielt. Wir sind echt schnell. Ich bin begeistert, ja, wie schnell das jetzt so alles ging. Am Anfang haben wir uns da echt ein bisschen schwer getan. Inzwischen zack, zack. Ja, es hat jeder auch macht was und alles, ist man alles hat auch seinen Platz im Bus. Das heißt, jeder weiß genau, wo die Sachen sind. Jeder weiß mittlerweile, wie die Sachen aufzubauen sind. Ruckzuck. Ja. Und wir haben hier echt einen schönen Platz uns jetzt ausgesucht. Wir haben Blick aufs Meer und trotzdem noch die günstigste Kategorie von Parzellnummer ab hier. Genau, der nächste Platz. Der ist schon ein teurerer Platz. Teurer. Und hier unten gibt es noch zwei Reihen, die sind noch näher am Wasser. Das ist dann die teuerste Kategorie, aber wir sehen das ist das ein Meer. Super Platz. Ja, also im Prinzip, ob ich jetzt hier stehe oder da unten, macht für mich keinen Unterschied und es ist ein super Platz. Wirklich echt nice, gefällt mir. Ja, zwei Nächte. Ja. Hm. Wir waren jetzt gerade schon einmal im Meer und haben festgestellt, dass das hier traumhaft ist mit Wellen und huiuiui. Und jetzt haben wir gesagt, ja, müssen wir euch eigentlich mitnehmen, weil das so ganz anders ist als die Buchten. Ne? Da war es eher und ruhig. Die Badestellen, wo wir bisher waren. Deshalb nehmen wir euch jetzt mit ins Wasser.
nachdem wir jetzt hier am Platz angekommen sind, schwimmen waren und was auch immer, ist jetzt mal Waschtag angesagt. Ich hoffe, dass jetzt eine Waschmaschine frei ist. Vorhin war nämlich keine frei. Wir probieren es nochmal. Ja, jetzt sind wir etwas mehr als eine Woche unterwegs und haben jetzt mal Wäsche in der Maschine und haben gerade festgestellt, das haben wir beide noch nie gemacht, im Urlaub auf dem Campingplatz Wäsche gewaschen. Stimmt, aber das war jetzt richtig eine Hightech-Maschine, die konnte, da konnte man jetzt mit Karte bezahlen. Ja. Till hat jetzt mit seiner Uhr quasi unsere Waschmaschinenladung bezahlt. Man braucht auch kein Waschmittel oder irgendwas, das zieht die sich selber. Ja. Voll cool. Alles schon drin. Und danach kommt es in den Trockner. Müssen wir dann halt nochmal hin und dann umladen und nochmal Trockner, weil wir haben nicht genug Leine, um das jetzt alles hier zu trocknen. Nee, Trockner ist auch entspannter, dann ist es fertig und wir holen es dann nur ab. Zusammenlegen. Genau. Hausarbeit. Ein immer gern gesehenes Bild bei allen Frauen. Das machst du super, Schatz. Das ist jetzt hier Trocknerrunde. Ja, muss man jetzt. Was jetzt auch schon? Go, 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 Gadgetto! Hui, den ersten Tag haben wir jetzt hier rumgebracht und zwar gar nicht mal so schlecht. Rumgebracht, das hört sich negativ an. Nein. Der war ruckizucki vorbei. Ja. Um es mal so sagen, der ging echt so. Ja gut, so. Wir hatten natürlich auch Wäsche waschen mit im Programm. Wir haben jetzt vorhin noch lecker gekocht. Also Angie hat drin Reis und Gemüse gemacht und ja, ich habe was anderes gegessen. Hab draußen auf dem Grill Cevapcici gemacht und Soße hatten wir. Also war schon lecker essen. Ja, wir waren im Meer, wir haben uns den Platz halt mal angeguckt. Ja. Haben aufgebaut, ja, wie gesagt, die Wäsche gewaschen. Jetzt eben waren wir duschen. Oh, oh ja, hier, die haben hier, also hier oben haben wir ein älteres Waschhaus, sind überall verteilt. Das ist nicht so. Das ist okay, ist alles sauber und so, aber halt alt. Und hier in der Mitte vom Platz haben sie ein ganz, ganz tolles neues Waschhaus gebaut. Und da waren wir jetzt zum Duschen. Das war jetzt halt. Ja, Angie meinte, es ist ein Duschtempel. Ja, das sind die Toiletten, die Duschen, alles ganz schick in der Mitte zum Spülen. Also wirklich schön gemacht, finde ich. Ja. Haben die das hier. Und ja, jetzt fühle ich mich auch wieder besser, weil ich war ein wenig salzig, sagte Till, vom Meer noch, bevor ich geduscht habe. Und ja, dann gehen wir auch sauber in unser Bett heute. Genau, jetzt ist es dunkel, es ist wolkig, es soll heute Nacht auch regnen. Und schauen wir mal, ob das passiert. Vielleicht um zwei. Mal schauen, ja. Ja. Aber mal gucken, muss auch nicht sein. Wir werden sehen. Eben. Morgen Vormittag soll es erstmal ein bisschen schlechter sein, aber Nachmittag wird es wieder gut. Mittag, Nachmittag haben wir wieder bestes Wetter. Ja. Das heißt, auch so kriegen wir dann den Tag rum. Und wenn morgen der Tag rum ist, dann ziehen wir fast schon wieder um. Ja, dann ziehen wir schon wieder um. Geht schon wieder zum nächsten Platz, aber im gleichen Ort, witzigerweise. Ja, nicht ganz. Ja, wir bleiben in Fontana quasi. Der nächste Campingplatz ist dann ein 5-Sterne-Premium-Campingplatz. Auch einer der teuersten Plätze nach Vallalta, wo wir dann sind. Aber wie gesagt, wir treffen uns da mit meinem Chef und seiner Family. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Und ich weiß gar nicht, wie ich die Vlogs jetzt zusammenschneide. Ach, ist ja keine auch egal. Keine Ahnung. Wir sehen uns einfach morgen. Also genau, wie auch immer es weitergeht. Wir sehen uns entweder jetzt morgen, wie es weitergeht, oder halt in einem neuen Vlog. Keine Ahnung. Bis dahin. Hasta luego. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute wieder nicht das Wetter, wie es gemeldet ist. Das heißt, es hat wieder nicht geregnet.
aber es ist windig und ich glaube, die Brandung unten am Strand ist noch heftiger als gestern, als wir schwimmen waren. Deshalb gehe ich da jetzt gleich mal runter und werde mir das genauer anschauen. Ja, ansonsten mal schauen, was der Tag bringt. Ist jetzt nicht unbedingt das Wetter, was zu einem entspannten Schwimmerchen einlädt, aber relativ egal. Ich habe mir jetzt gerade mal hier im Bus den Tisch aufgebaut und werde ein bisschen was mit den Videodateien tun. Die müssen natürlich auch irgendwie alle sortiert werden und ich weiß gar nicht, wie viel Speicher ich habe. Deshalb vielleicht schneide ich mal das erste Video fertig, damit ich dann die Daten runterhauen kann. Ja, muss ja alles irgendwie ein bisschen in Gang gebracht werden. Außerdem, das Wetter lädt jetzt nicht dazu, ein Schwimmerchen zu machen. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen, auch bei so einem Wetter. Und da finde ich, ist das gar nicht mal so verkehrt. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Tisch, ich habe Strom, alles gut. Und wir haben hier super WLAN, was natürlich auch heißen würde, es wäre mega, wenn ich tatsächlich ein Video fertig kriege und hochladen kann, weil dann seht ihr auch was. Doch ist, während man schneidet und man merkt, man hat sich die ganzen Farben an der Kamera zerschossen, weil man eine Einstellung falsch gespeichert hatte. Na gut, ich habe es jetzt bestmöglich gerettet, aber kein Log ist halt kein Log. Jo, jetzt habe ich die Kamera umgestellt. Ab jetzt wird's besser. Also 2 Wochen, gute Qualität. Oh, Mann. Für ein herrlicher Tag. Das Wetter ist eigentlich immer viel besser als angesagt. Also es war heute Vormittag halt mal ein bisschen windig und bedeckt, aber jetzt ist die Sonne rausgekommen, schon den ganzen Nachmittag. Es ist richtig warm. Wir waren im Meer, wir waren im Pool. Ist toll. Und unser Platz wird bewacht von einer Eidechse. Es ist, glaube ich, immer dieselbe, die hier vorbeikommt, weil sie verteidigt ihr Revier. Weil wenn andere Eidechsen vorbeikommen, dann macht sie denen auch voll hinterher. So und hinterher. Ja, aber prinzipiell schönes Wetter. Deshalb mache ich mir auch keine Gedanken, wenn jetzt für die nächsten paar Tage so ein bisschen schlechter mit Regen angesagt ist. Ja, das wird vielleicht morgens mal nieseln, bla bla bla. Aber nachmittags kommt die Sonne raus und alles ist super. Und ja, ich sag mal, spätestens in 1-2 Tagen machen wir uns eh ab Richtung Süden, dann ist das hier oben das Wetter für uns eh gegessen. Nicht wahr, Schatz? Ja. Seht ihr?
Ja, Abendschwimmerchen, lecker gegessen. Jetzt wollen wir noch duschen und spülen. Und jetzt lassen wir den Abend hier wieder ausklingen. Morgen ist dann wieder große Abbauaktion und Umzug. Allerdings ja gar nicht so weit, es sind ja nur ein paar Kilometer bis zum nächsten Platz. Und ja, dann wird wieder alles spannend und neu. Das ist irgendwie so das Coole an dem Trip, dass wir also alle paar Tage so komplett neue Eindrücke haben. Und klar, man fängt dann an zu vergleichen und sagt so, oh, der Platz war schöner als der Platz und das war da schöner und das war hier besser. Aber alles in allem finde ich bis jetzt, also wir sind jetzt, ich glaube, 10 Tage unterwegs. Es ist so mega cool und entspannt. Macht einfach Spaß. Ja, deshalb freue ich mich schon auf die nächsten nicht mehr ganz 2 Wochen. Aber immerhin, es ist noch ewig lange Zeit. Also wir sind noch länger unterwegs, als wir unterwegs waren bisher. Das ist schon geil. Auf geht's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.